Trails im Wald warten immer wieder Mulden auf uns. Dabei laufen wir in Gefahr, die Geschwindigkeit zu verlieren, indem wir im Gegenhang komprimiert werden und somit den Fahrfluss ebenfalls verlieren. Durch eine aktive Fahrweise versuchen wir nun, dass wir in der Mulde keinen Schwung verlieren oder sogar etwas Speed generieren können. Vor der Mulde wechseln wir in die Aktivposition, gehen mit dem Körperschwerpunkt etwas tiefer. Wenn es dann in die Mulde hineingeht, drücken wir unser Bike in die Senke hinein. Da nun direkt der Gegenanstieg kommt, bewegen wir uns in einer flüssigen Bewegung nach oben, richten uns auf, damit wir nicht vom Gegenhang komprimiert werden, halten dabei viel Körperspannung. Häufige Fehler sind, dass viele Biker die Gegenanstiege aus den Armen wegschlucken oder sich zu weit nach hinten bewegen und somit in die Federung zusammensacken. Eine ideale Spielwiese, um diese aktive Fahrweise für Mulden zu trainieren, sind sogenannte Pump Tracks. Das sind kleine Strecken, die im Grunde nur aus Wellen und kleinen Anliegerkurven bestehen. Ihr werdet merken, so ein Pumptrack ist eine ganz schön anstrengende Geschichte. Doch damit können wir unsere Fahrtechnik optimal trainieren, da wir nun auf jedem Trail jede kleine Bodenwelle, jede Mulde nutzen, um Schwung zu holen. Fangen wir heute auf einem Pumptrack an, das B- und Entlasten des Bikes zu trainieren. Ideal können wir das auf einem Pumptrack üben, sprich einer Strecke mit vielen kleinen Wellen hintereinander und Anliegerkurven. Unsere Stichworte sind dabei Heavy und Light. Heavy heißt, wir belasten das Rad, drücken es in den Boden. Light, wir entlasten das Rad, damit wir die Wellen wieder gut hochkommen. Beim Pumptrackfahren ist die Arm- und Beinarbeit sehr wichtig. Sprich, wir müssen locker in den Extremitäten sein und mit den Armen und Beinen die Hügel ausgleichen oder Schwung holen. Viele Pumptrack-Anlagen kann man auch mit jedem Bike befahren. Wichtig ist, dass ihr den Sattel ganz tief stellt, die Federung relativ hart und ihr werdet merken, egal ob ihr ein Dirtbike habt oder ein Enduro oder E-Mountainbike, jeder kann damit einen Pumptrack rocken und Spaß haben. Charakteristisch für einen Pumptrack ist, dass es immer mehrere Wellen am Stück folgen. Das kann man hier gut erkennen, wo mein Rad gerade drüber ist. Also in die Welle rein, dann geht es wieder über eine Welle, über einen Hügel. Und das ist einfach idealer Playground für uns, um das Pumpen zu üben. Und ich möchte euch das jetzt mal hier gerade mal neben dem Bike zeigen. Wichtig ist, wenn ihr hier mein Bein anschaut, dass ihr erst mit der Beinarbeit anfangt, um Schwung zu generieren. Also, weil da ist unser Hauptkörpergewicht drauf, fangen wir mit der Beinarbeit an. Man drückt sein Rad immer so in die Senke. Das heißt, wenn das Fahrrad, wenn man hier mit dem Hinterrad auf dem höchsten Punkt der Welle ist und dann geht es in die Senke rein, dann drückt man das Rad in die Senke rein und generiert dadurch Schwung. Ich möchte das Ganze euch mal zeigen. Also wenn ihr jetzt auf meine Beine schaut, den Moment, wo ich in die Senke reingehe, drücke ich das Rad rein. Das konntet ihr schon erkennen, dadurch habe ich Schwung generiert und einfach, weil ich meine Arme und Beine gestreckt habe, ich habe mein Rad in den Boden reingedrückt. Der Hauptanfängerfehler auf Pumptracks ist, dass die Leute versuchen, das mit ihrem Körpergewicht zu machen und dann die Beine immer beugen und dann Tempo verlieren. Möchte ich euch auch mal zeigen, dass ihr das seht. Also Hauptfehler, dass die Leute versuchen, mit dem Körpergewicht das Rad reinzudrücken. Wichtig ist halt, die Beinarbeit zu fokussieren. Und wenn man da ein gutes Gefühl hat, dabei zentraler bleibt, dann kann man daraus Schwung zu generieren. Ich fahre jetzt mal eine ganze Runde. Fokus, Beinarbeit und ihr guckt euch das an. Beim Pumptrack fährt man am Anfang mit Pedalieren, dann ohne und drückt erstmal mit den Beinen das Rad rein. So, und die Beinarbeit. Man drückt das Rad rein und reindrücken und reindrücken. Wenn wir die Beinarbeit dann wirklich im Blut haben, ihr habt gemerkt, ihr könnt so Schwung generieren. Das macht im Trail häufig auch so. Dann ist es im Pumptrack super schön, wenn man auch noch die Arme dazu nutzt. Das heißt, mit den Beinen haben wir unser Hinterrad in die Senke gedrückt, mit den Armen können wir unser Vorderrad in die Senke drücken. Das ist dann nachher im Ablauf hintereinander. Erst Vorderrad, Arme,
dann Beine. Und das ist natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, das zu koordinieren, aber vor allen Dingen Learning by Doing im Pumptrack kriegt man das Timing schnell dafür raus. Wichtig ist jetzt der Fokus auf die Armarbeit, das Vorderrad auch reinzudrücken. Und das Vorderrad in die Sohlensenke drücken und das Vorderrad reindrücken und reindrücken und reindrücken. Anliegerkurven mit Aggressivität zu fahren, das Rad reinzupuschen, ist eine schöne Sache. Das könnt ihr vor allen Dingen gut im Pumptrack üben. Deswegen möchte ich es einmal vormachen. Also hier haben wir so eine etwas kürzere, engere Anliegerkurve. Man hat davor einen Hügel, an dem man Schwung holen kann und dann das Rad reindrücken. Und das möchte ich euch mal vormachen. Also man kommt um den Hügel und drückt sein Rad in die Kurve rein, generiert Schwung. Also Pumptrack, Pumptrack pumpen und in die Kurve pumpen. Und das fühlt sich an wie eine normale Welle dann. Oh. Wenn man die Bewegungen, die wir gerade einzeln geübt haben, also der Fokus auf die Beinarbeit, das Hinterrad in die Senke drücken und der Fokus auf die Armarbeit, das Vorderrad in die Senke reindrücken, wenn wir das verbinden, das wird eine dynamische Bewegung und ihr werdet merken, es ist auch nicht nur ein reines Drücken. Immer wenn man sich mit dem großen Hügel wieder aufrichtet, zieht man sein Rad kurz hoch, das Vorderrad und drückt es wieder rein und kommt dann in so eine rhythmische Bewegung. Ich möchte euch das Ganze mal zeigen und damit ihr seht, wie wir beides verbinden, Armarbeit und Beinarbeit. Wenn ihr euch im Pumptrack wohlfühlt, ihr habt euer Rad immer aggressiver, immer geschmeidiger in die Senken reingedrückt, mit den Armen, mit den Beinen gearbeitet, dann könnt ihr darauf hingehen, wenn ihr viel Tempo bekommt, auch mal eine Welle absurfen aus dem Hinterrad im Manual. Da muss natürlich der Manual auch einigermaßen sitzen, dass ihr häufig schon das Gefühl hattet, wenn ihr beim Üben das Lenkrad nach vorne geschoben habt, die Arme gerade wurden, dass ihr auf dem Hinterrad gerollt seid, vielleicht durch Pfützen oder so Geschichten im Wald. Und dann könnt ihr euch auch anfangen, das im Pumptrack zu übertragen. Ja, liebe Leute, ich bin gut außer Atem. Pumptrack ist nicht nur ein geiles Training für die Fahrtechnik, sondern auch fürs Fitness. Also ihr könnt mal gucken, wie viele Runden ihr schafft, ohne zu pedalieren, mit viel Pumpen. Das ist ein Ganzkörpertraining